Ja, dann sind wir im nächsten Booster. Ixalan. Auch Ixalan ist wieder mal ein deutsches Booster. Ich habe in letzter Zeit mal so ein bisschen rumgegriffen und viele deutsche Booster mir mal auch abgegriffen, weil es tatsächlich aktuell gerade bei solchen Editionen leichter ist, an die deutschen ranzukommen als an die englischen. Und ich weiß tatsächlich nicht, warum. Dementsprechend Ixalan, tollkühne Seeräuber. 4 Mana 2-2, wenn die ins Spiel kommt, erkunden sie und sie haben Eile. Marsch der Ertrunkenen, wow, diese Artworks. 1 Mana Hexerei, man bringt eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof zurück auf die Hand oder man bringt 2 Piratenkarten zurück auf die Hand. Geil. Geil, geil. Was ist das denn für ein Name? Okay. Revierverteidigender Hammerschädel. Wow. 3 Mana 2-3, wenn er angreift, tappe eine Kreatur eurer Wahl, die einen Gegner kontrolliert. Blütendryade. 3 Mana 2-2 und tappe ein Land, wenn man sie tappt. Begüterter Seemann. Was zur Hölle? 3 Mana 1-4, wenn er ins Spiel kommt, kriegt ihr einen Schatz. Farbloses Artefakt, Artefakt Spielstein. Könnt ihr tappen, opfern, manabliche Farbe bekommen. Raptorenhorde. 4 Mana 3-3, solange ihr einen anderen Dinosaurier kontrolliert, kriegt der plus 2 plus 0 und verursacht Trampel. Dores, also Zwang. Für ein schwarzes Mana zeigt ein Gegner eurer Wahl die Hand vor und ihr könnt eine Nicht-Kreatur, Nicht-Landkarte davon wählen und dieser muss die abwerfen. Zusammengeschusterte Flügel. 2 Mana, Kreatur hat Flugfähigkeit. Für 1 Mana zum Ausrüsten. Wow. Schiffswrackplünderin, 2 Mana 2-1, Überfall. Wenn ihr ins Spiel kommt und falls du in diesem Zug schon mindestens mit einer Kreatur angegriffen hast, kannst du eine Karte ziehen. Wenn du das tust, wirf eine Karte ab. Demolish, also demolieren. 4 Mana zerstören Artefakt oder ein Land. Blitzeinschlag. Blitzeinschlag fügt einer Kreatur deinem Spieler 3 Damage zu. Für 2 Mana ist okay. Zwielicht. Wolkenläuferin, 1 Mana 1-1 fliegend, man kann die für ein weißes Mana tappen und eine angreifende Vampir +1/+1 zu gestimmen. Hier waren Vampire weiß zu geben und schwarz. 1 Mana 1-2, Vampirsoldat, immer wenn der angreift, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt. Und unser Rare ist Taumakurisierender Kompass. 2 Mana Artefakt, für 3 Mana kann man es tappen, das Deck durchsuchen nach einem Standardland, das dann auf die Hand nehmen. Und wenn man am Ende des Zuges 7 oder mehr Standardländer kontrolliert, Länder kontrolliert, dann flippt er. Und beim Flippen sind es die Türme von Oraskska. Das ist ein Land, tappen für ein farbloses oder tappen, enttappe eine angreifende Kreatur, sie wird aus dem Kampf entfernt. Das ist nicht schlecht. Und jetzt noch ein Schatztoken. Ja, dann haben wir alles gekriegt, was wir haben wollten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Black Sea. Ciao, ciao.